Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvideo von mir. Erdrutsch vom Boden sind was richtig geiles, Leute. Glaubt mir. Wenn ihr das beherrscht, werdet ihr Rocket League umso mehr lieben und deswegen habe ich mir gedacht, ich erstelle euch ein Trainingspack, wo ihr Bälle vom Boden aus lernt. Außerdem möchte ich mich noch bei euch für die 2000 Abonnenten bedanken. Es ist ein sehr, sehr geiles Gefühl, so einen Meilenstein so schnell erreicht zu haben. Danke. Als Dank kommt bald ein 12-Stunden-Stream. Ein Video dazu kommt sehr bald. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Leute. So, Leute, bevor das Video jetzt losgeht, möchte ich euch noch kurz auf meinen Sponsor aoeah.com hinweisen. Hier könnt ihr nämlich Credits, Blueprints und alle möglichen Items in Rocket League kaufen. Ihr könnt dabei sogar noch sparen, indem ihr meinen Code AGTV eingibt. Viel Spaß mit dem Video. So, Leute, wir fangen direkt mit dem Code an. Ihr könnt euch den Code in der Beschreibung rauskopieren oder ihr drückt Pause und schreibt ihn euch raus. Mir ist es egal, wie es macht. Wir springen rein ins Spiel. Bis gleich. So Leute, ich habe euch insgesamt 5 Schüsse erstellt, wo ihr in verschiedenen Positionen seid und so dann quasi aus 5 verschiedenen Positionen das trainieren könnt. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, wie ich das mache und dann zeige ich euch in Zeitlupe, was ich genau drücke. So Leute, ich fange jetzt einfach mal an und zwar berühre ich den Ball schön unten, dass ich ihn schön hochdroppen kann und dann probiere ich quasi mit dem zweiten Touch den Ball unter Kontrolle zu bekommen und so den Ball dann quasi weiterführen kann und einen Double Touch oder was auch immer zu machen. Ich zeige euch jetzt einfach mal in Zeitlupe, was genau ich mache und erkläre euch dann quasi, was ich genau drücke. So Leute, wie ihr sehen könnt, fahre ich Richtung Ball. Jetzt an dieser Stelle springe ich ab und ziehe mein Auto nach oben, dass ich einen Touch bekomme und dabei Richtung Ball schaue, weil ich ja Richtung Ball booste. Und jetzt probiere ich quasi einfach nur einen Touch zu bekommen, ein bisschen Kontrolle reinzukriegen. Und der Rest ist klar, ihr dribbelt einfach dann den Ball Richtung Tor. Ja Leute, leichter gesagt als getan, aber mit ein bisschen Übung wird das schon klappen. Als kleinen Tipp kann ich euch noch geben, seid nicht zu nah am Ball. Wenn ihr zum Beispiel drunter seid, ist es echt schwierig, dann quasi den Ball dann quasi hoch zu dribbeln. Deswegen habt ein bisschen Abstand. Probiert beim Abspringen das Auto nach oben zu neigen, dabei den Ball so zu treffen, dass er hochfliegt, den Ball hinterher zu boosten und dann wird das schon klar. Beim zweiten Schuss ist es das gleiche, bloß von der anderen Seite und der Ball ist ein bisschen schneller, aber es ist trotzdem möglich, Freunde. Hier gilt natürlich auch die gleiche Regel. Abstand halten, beim Abspringen den Ball nach oben ziehen, schauen, dass du den Ball mit der Schnauze vorne triffst und dann schön den Ball hinterher dribbeln. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. So Leute, hier nochmal. Wir gehen hin, ziehen das Auto nach oben, berühren den Ball. Nochmal, wenn es geht, wenn es nicht, geht der Ball direkt ins Tor. Wie auch immer, es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber es ist wichtig, Stick nach oben ziehen, dass der Ball vorne schön mit der Schnauze berührt wird. So Leute, bei diesem Schuss hier ist es so, dass ihr den Ball trefft und beim Treffen schön nach oben boostet, dann der Ball an die Backwall geht und ihr dann quasi mit einem Double Tap den Ball schön nach unten trefft. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. So Leute, hier gilt natürlich die gleiche Regel. Wir gehen hin, berühren den Ball, ziehen Stick dabei nach oben, fliegen schön hinterher und hauen den Ball schön ins Tor. Es ist einfach wichtig, beim Berühren ziehen wir den Stick nach oben, dass wir dann mit der Schnauze den Ball schön treffen, der Ball quasi einfach schön nach oben geht. Konzentriert euch einfach nur, dass der Ball nach oben muss und ihr so quasi einfach den Ball trefft und dann wird es auch auf jeden Fall safe. Klar, vierten Schuss habe ich euch das so eingestellt, dass ihr einfach nur zum Ball fahren müsst und den Ball berühren müsst und der Ball automatisch schön hochgeht und ihr jetzt als Übung schön hinterher fliegt und probiert den Ball an die Backwall direkt ins Tor oder wie auch immer zu hitten. Es ist eine Übungssache, aber ich denke, als Training ist das eigentlich ziemlich perfekt. Und zu guter Letzt habe ich euch einen Ball erstellt, wo einfach schön nach oben hüpft, ihr schön Zeit habt, den Ball zu berühren und das weiterhin schön trainieren könnt. Ich denke, mit ein bisschen Übung kriegt ihr das hin. Ihr müsst einfach nur wirklich am Ball bleiben. Ja, Freunde, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer AngeZackTV.